Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Rezept für einen wirklich sehr, sehr leckeren Mandelkuchen. Als allererstes braucht ihr 4 Eier, die müssen dann getrennt werden. Außerdem braucht ihr 150 Gramm Mandeln, am besten gemahlen, 7 Esslöffel Süßstoff, dann habe ich hier so einen Karamellsirup ohne Zucker und ohne Kalorien und ähnliches und außerdem Zimt und Salz. Als allererstes gebe ich zu den gemahlenen Mandeln den Süßstoff hinzu, außerdem den Zimt und das Salz und dann kommen die 4 Eigelb hinzu und der Karamellsirup und das Ganze wird gut durchgemixt. Jetzt habe ich eine runde Backform genommen und sie mit Kokosöl eingefettet. Und habe dann in die Mitte ein zugeschnittenes Stück Backpapier gelegt. In eine andere Schüssel kommt jetzt das Eiweiß. Das wird dann steif geschlagen. Und der vorbereitete Teig wird dann unter das Eiweiß gehoben. Wenn alles gut vermischt ist, kommt es in die Backform und wird bei 190 Grad Umluft etwa für 25 bis 30 Minuten gebacken. Ich habe danach noch ein paar Mandelsplitter oben drauf gestreut, einfach damit es ein bisschen schöner aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt diesem gern einen Daumen nach oben und abonniert gern kostenlos meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst euch den Kuchen schmecken. Bis dahin.